Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir ja gerade dabei waren, uns zu leveln und noch mehr Sachen zu sammeln bezüglich des Kampfes gegen einer Schlangenbosses, den ich machen möchte. Und dementsprechend will ich natürlich versuchen, das Beste zu geben, was geht. Oder das Maximale zu geben, was geht. Und ja. Ich bin der Meinung, wenn es auch gut läuft, ne, könnten wir es vielleicht schaffen. Aber auch nur vielleicht. Noch ein Heiltrank. Moment. Da ist noch nichts. Hier auch nicht. Okay. So, alle wieder voll geheilt. Er hat fast keine MP mehr. Das heißt, maximal für die MP muss ich zur, ja, Unterkunft, nenne ich das mal. Oh, vier Gegner. Das wird Spaß machen mit dem Feuer. Sind eh so eine, ja, Pflanzentypiken. Was? Moment. Habe ich die unterschätzt? Da ist ja physischer Angriff viel effektiver tatsächlich. Das wundert mich fast schon. Ich hätte denen ja eine Typusstärke und Schwäche gegeben. Aber vielleicht wäre das dann auch ein bisschen overpowered gewesen. Und da habe ich die eben erst geheilt, ne? Es ist traurig genug. Oder ich hatte einfach nur ein ungünstiges Pech und traf nicht gut genug. Eins von beiden wird es wahrscheinlich wieder sein. So, mit den nächsten Gegnern sollte ich eigentlich Cloud schon wieder ein Level aufsteigen lassen. Wir tun aber dennoch uns den Gefallen und tun kurz nächtigen. Einmal um MP, aber auch HP wieder aufzufüllen. Ganz ehrlich, für 100 Euro würde ich auch jeden Hans und Franz natürlich auf meinem nehmen und kurz mal sagen, hier, penn mal bei mir. Kein Thema. Auf sicher nicht. Naja, also was ist denn das? Also, klar, es ist kein Gasthaus, aber da muss es auch nicht so hochwertige Sachen sein, die da im Raum stehen, wo sie sich aufzuhalten haben, die Personen. Na gut, wie dem auch sei. Oh, wir sollten vielleicht nicht unbedingt da, wo die Schlange ist. Wobei, komm, ich ärgere sie mal ein bisschen. Sehr gut. Ja, ich dachte, jetzt kriegen wir Wüstenartige. Wobei, das ist ein sehr bunter Haufen. Das sollte es eigentlich doch gar nicht so schlecht sein. Tatsächlich einen schon aus dem Spiel genommen. Hm.
Okay. Man sagt ja immer, selbst wenn etwas albern aussieht, kann es ganz schön, ja, schmerzen. Und ich meine, dieser Angriff von dem Rüsseltier da eben, der sah echt albern aus, aber hatte es offensichtlich ziemlich in sich, was den Schaden anbetraf. Warum sieht Barretts Limiter so komisch aus? Naja, Cloud ist auf jeden Fall jetzt ein Level aufgestiegen und ist somit Level 18. Wir haben einfach mal fast 1000 Gil bekommen mit einmal. Ah. Heilt. Warte. Kuriert Zorn. Kuriert Blind. Ich habe nichts, was Trauer heilt. Ja, da muss ich wohl oder übel ein Zelt einsetzen. Und bin einfach immer noch traurig. Na gut, wir speichern auf jeden Fall mal. Darf ja auch wieder mal nicht fehlen. Und machen weiter. Na gut. Gucken wir einfach, dass das von selbst irgendwie so langsam wieder weggeht. Dann muss ich gucken, was das kuriert, also wo ich das herbekomme, vor allen Dingen auch. Aber gut, klar, bei der nächsten Situation wird es eh geheilt wahrscheinlich. Aber hey. OF-Tech. Limiter hebe ich mir auf.
Was soll denn das? Na gut, wie dem auch sei, wir kommen relativ gut voran. Na komm schon. Na, war mit. Ah ne, wir waren nicht mehr in Sand. Okay. Zauber, Eis. Zauber, Feuer auf alle. Okay. Wird einfach zum Grillelefanten. Oder was auch immer es ist. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Wir sind zwar alle traurig, aber daran kann ich jetzt gerade mal nichts ändern. Weil ich habe leider keine Medizin, um Trauer zu heilen. Irgendwie. Ja. Okay. Dann knallen wir ihr gleich einen mit dem Limiter um die Ohren. Zaubern erstmal Eis auf sie. Zaubern dann nochmal Eis auf sie. Setzen dann gleich danach den Limiter von Cloud frei. Limiter Klingenfall. Zaubern dann nochmal Feuer auf die. Heilen uns. Eis auf sie. Setzen gleich dann den Limiter ein. Zauber Heilung auf Eris. Habe ich gut gedacht. Zaubern Feuer auf die. Zaubern dann Eis auf sie. Zaubern dann einen Blitz auf sie. Feuer. Feuer.
zur Heilung auf Barrett. Zauberfeuer. Zauberfeuer. Jetzt haben wir sie aber viel schneller in diese zweite Phase gebracht auch, ne? Muss ich mal festhalten, ganz kurz, beiläufig erwähnt sei. Hey! Okay. Hey! Die hat einfach zwei rausgekickt instant. Oh Mann, ey. Okay, wir sind also noch viel zu schwach, verstehe. Wobei. MP wieder her. Aber hey, wir haben alle Trauer weg. Also, so schlimm ist es jetzt nun auch wieder nicht. Hätte uns viel schlimmer treffen können. Also, weiter gelevelt. Wir brauchen also noch Minimum 2 oder 3 Level. Um die Schlange vielleicht zu schaffen. Vermute ich jetzt einfach mal rein ins Graue. AKA Blaue. Oh Mann, ey. Erstmal Feuer auf alle, erstmal Eis auf einen und dann Bio auf einen. Oha! Okay. Das reicht ja richtig was ab. Nochmal 130 P. Und nochmal knapp 300 Gil. Was ich mal wissen will. Okay. Immer noch nix. Immer noch nix. Also ich verstehe das zwar alles. Ich speichere nochmal. Ich weiß nicht, ob ich eben gespeichert habe. Doppelt hält besser. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es bringt vielleicht etwas mehr, wenn ich auch kapiere, ab wann die AP so ein Materia aufstufen, weil ich habe das Gefühl, dass es gar nicht passiert. Oder nur sehr, sehr, sehr langsam. Was echt schade ist.
Na gut. Warte mal, wir haben ja hier noch so ein paar andere Orte, ne? Vielleicht sollte ich die einfach mal besuchen und gucken, ob ich da vielleicht noch Informationen oder Wissen über solche Sachen bekomme oder erhalte. Könnte ja gut sein, ne? Konnte nicht stehlen. Naja, manchmal sind physische Angriffe doch effektiver, ob man es glaubt oder nicht. Aber wir kriegen 12 AP. Warte mal, wenn ich jetzt gucke, hier Materia, sie hier beispielsweise. Okay. Habe ich irgendwo eins, was nicht so viele Sterne hat? Hier. Analyse. 413. Das merke ich mir mal. Analyse 413. Jetzt möchte ich mal gucken, ob beim nächsten Mal, wenn ich reingucke, die 413 auf 300 Schiefmethod runtergegangen ist. Sofern ich halt die Analyse auch einsetze. Deswegen. Analyse. Zauber. Zauber. Kalmwolf. 160. Ah, wir könnten auch mal Analyse bei der Schlange einsetzen, damit wir wissen, wie viel Schaden wir hier ausüben müssen. Mache ich, glaube ich, mal beim nächsten Mal. Also eine gute Idee wäre es auf jeden Fall. Ich kann bloß nicht so schnell lesen, was gegen was es schwach ist. Vielleicht sollte ich da dann doch mal in den Optionen diesbezüglich mal was einstellen. Ja, das hat ein Level Up. Wir haben wieder Geld gekriegt. Ich gehe mal gerade in da rein. Analyse. 428. Ah, okay, unten ist, was es benötigt und oben ist, wie viel es hat. Verstehe. Und daher wir Feuer gerade sehr oft einsetzen, fehlen noch 572, wenn ich das richtig verstehe. Achso, was auch noch war. Nachgedacht. Genau. Controller normal Benutzer definiert, Cursor Anfang speichern. ATB warten, Kampftempo, Kampfmeldung. Etwas langsamer. Auch etwas langsamer. Machen wir mal ein bisschen alles etwas auf gleicher Stufe. So. Und ich hoffe, dass das dann uns die ganze Leserei bei der Analyse auch ein wenig, ja, sagen wir mal, vereinfacht. So, daher ich ja wie gesagt nichts mache außer kämpfen, ist das hier auch in Ordnung. Aber Leute, wir müssen gleich wieder Feierabend machen, deswegen versuche ich so schnell wie möglich noch einen weiteren Kampf zu finden, wenn möglich. Sehr schön.
So. Achso, ich habe vergessen, Analyse einzusetzen, ne? Ach, egal. Passt schon, Bass. Passt schon, ne? Barrett hat einen Levelaufstieg. Okay, jetzt können wir nochmal Analyse einsetzen und gucken, ob das irgendwas bringt. Mal sehen. Rüstung, Ausrüstung, HP, schwach gegen Gewitter. Ah ja, also. Es bringt tatsächlich was, das Ganze auf langsam zu schalten, weil so kann man dann tatsächlich mehr über den Gegner erfahren. So zum Beispiel auch, dass er schwach gegen Blitz ist, beispielsweise. Wobei Feuer natürlich viel relevanter und effektiver ist, natürlich. So, Barrett's Limiter ist wieder ready. Oh, und dann würde ich sagen, wir gucken nochmal. Analyse. Aber Feuer hier, 543. Und wie gesagt, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz Richtung Wüste. Tu mal ganz kurz die Schlange zumindest mal analysieren. Na? Um dann dementsprechend logischerweise zu gucken. Okay. Was ist jetzt wichtig dabei? Wieder eine Menge EP, wieder eine Menge Geld und einen Trank erhalten. So, hier ist die Wüste. Das heißt, im nächsten Part gucken wir dann, was die Schlange kann. Oder mit anderen Worten, wie viel Leben wir ihr runterkloppen müssen, bis sie aufgibt. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde einfach sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao. Tschüss.